Du suchst schon seit Ewigkeiten in den heiligen Ruinen von Monster Hunter Rise die versteckten Botschaften und willst jetzt endlich wissen, wo sich jeder einzelne von ihnen befindet? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Stefan Fuchs und ich zeige dir, wie du in Monster Hunter Rise weiterkommst. Das Relikt Nummer 1 befindet sich am höchsten Ort der Karte. Dafür musst du als erstes zu dem Tempel in Gebiet 5 hochklettern. Oben angekommen läufst du über diese runde freie Fläche hier drüber und genau am anderen Ende befindet sich auf der rechten Seite eine zerstörte Brücke. Direkt dahinter kannst du einen kleinen, relativ unscheinbaren Weg erkennen, der so treppenförmig angeordnet ist und mit kleinen Lampen markiert wurde. Hier hochzukommen kann ganz schön knifflig sein, es erfordert auf jeden Fall ein kleines bisschen Übung, aber wenn du ganz oben auf dem Berg angekommen bist, erwartet dich hier eine kleine Hütte und direkt davor das Relikt Nummer 1. Falls dir nach Relikt Nummer 1 schon direkt die Suche nach allen anderen Relikten vergangen ist, kann ich dich vielleicht ein kleines bisschen beruhigen. Relikt Nummer 1 ist nämlich hier in den heiligen Ruinen das am schwierigsten versteckte Relikt überhaupt. Alle anderen Relikte, sowohl die, die direkt für diese Map da sind, als auch die Randalen-Relikte, sind wesentlich einfacher platziert. Das zweite Relikt ist mehr oder weniger offen platziert. Dafür gehst du einfach in Gebiet 6, da wo diese riesengroße Wasserfläche ist, und erklimmst den kleinen Berg rechts daneben. Sobald du hier hochgeklettert bist, gehst du einfach in Richtung dieses kleinen blauen Wasserweges und schon siehst du hier eine Drachennuss und natürlich auch das Relikt Nummer 2. Für das dritte Relikt musst du wieder ein kleines bisschen klettern, aber keine Sorge, bei weitem nicht so viel wie für das erste Relikt. Zwischen Gebiet 11 und Gebiet 12 ist auf dieser kleinen Wand in der Nähe von dem Miefenherz ein kleiner Schrein platziert und direkt vor dem Schrein befindet sich Relikt Nummer 3. Für Relikt Nummer 4 gehst du einfach direkt in Gebiet Nummer 11. Hier befindet sich ein kleines Weibernest und wenn du von dem Weibernest aus nach oben schaust, siehst du erst eine kleine Felswand und direkt über der Felswand ein Tor mit blauen Tüchern dran. Hier kletterst du einfach nach oben und findest dort Diamantsamen und das Relikt Nummer 4. Das fünfte Relikt befindet sich auch ganz in der Nähe. Dafür gehst du einfach in Gebiet 12 und läufst nach Süden durch diesen kleinen Felsgang hindurch. Hier wirst du ein paar Leitern finden, die zum Teil kaputt sind und genau an dieser Stelle kletterst du einfach auf die Felswand nach oben. Dort angekommen findest du einen kleinen Weg, der direkt zu einer Brücke hinführt. Da läufst du einfach nur ganz normal lang über die Brücke drüber und genau da befindet sich ein Schrein mit dem Relikt direkt davor. Das sechste Relikt ist relativ gut versteckt. Zwischen den Gebieten 7 und 8 befindet sich ein kleiner Gang in den Berg hinein mit einer riesigen Pforte darin. Wenn du hier den Berg nach oben läufst, der näher an Gebiet 7 dran ist, wirst du hier einen großen Seilkäfer platzieren können und einen kleinen Felsvorsprung finden. Da kletterst du einfach nach oben und lässt dich ganz vorsichtig in Richtung der Pforte nach unten fallen und findest hier dann schon das Relikt Nummer 6. Okay.
Eine andere Möglichkeit, an dieses Relikt zu kommen, ist, wenn du unten direkt vor diesem riesigen Tor stehst, dann einfach auf gut Glück links von dem Tor nach oben klettern. Hier kann es sein, dass du ein paar Anläufe brauchst, weil es echt von unten sehr schwer zu sehen ist. Das nächste Relikt ist zum Glück nicht ganz so gut versteckt, dafür aber umso schwieriger zu erreichen. Hierfür musst du nämlich auf den Berg zwischen Gebiet Nummer 1 und Gebiet Nummer 2 klettern. Direkt da oben befindet sich ein relativ großer Baum und auf dem Baum ist das Relikt versteckt. Um zum Relikt zu gelangen, läufst du hier einfach an dem ersten Ast, der nach links führt, vorbei, zum zweiten Ast hin, nämlich dem, der als erstes nach rechts führt. Hier läufst du auf den Ast drauf, über den Ast drüber und gelangst schlussendlich dann am Ende zu deinem Relikt. Relikt Nummer 8 ist wiederum das komplette Gegenteil. Es ist überhaupt nicht schwer zu erreichen, dafür aber extrem gut versteckt, sodass du, wenn du nicht weißt, wo es sich befindet, definitiv Ewigkeiten danach suchen wirst. Hierfür musst du nämlich von Gebiet 6 Richtung Gebiet Nummer 8 laufen und wenn du diesen kleinen Pfad nach oben gehst, siehst du ganz schwach auf der rechten Seite in der Felswand eine klitzekleine Höhle. Die ist von unten wirklich kaum zu sehen, aber wenn du einmal erahnt hast, wo sich die Höhle befindet, kletterst du hier einfach nur ganz nach oben und in der Höhle befindet sich dann das Relikt. Das neunte Relikt ist ganz offen platziert, aber das macht es umso schwieriger zu finden. Hierfür gehst du einfach in Gebiet Nummer 7 und läufst Richtung Gebiet Nummer 9. Direkt nachdem du das Tor durchquert hast, läufst du aber nach links zu diesem kleinen Blumenbeet und machst alle Blumen mit einer einfachen Attacke kaputt. Direkt in diesem Blumenbeet befindet sich nämlich das Relikt Nummer 9. Das zehnte Relikt ist direkt an dem Wasserfall zwischen Gebiet Nummer 6 und Gebiet Nummer 2 platziert. Hierfür stellst du dich einfach ganz oben auf den Wasserfall, blickst Richtung Gebiet Nummer 2 und schaust dann einmal kurz nach links. Hier an der Wand befindet sich nämlich eine kleine Klippe, ein klitzekleiner Abhang und wenn du hier drauf kletterst, dann findest du hier Relikt Nummer 10. Ganz wichtig, nicht bis ganz nach oben klettern, sondern eher so auf halber Höhe anpeilen. Sobald du genügend Relikte in den heiligen Ruinen gesammelt hast, kannst du dich über zwei Einrichtungsgegenstände freuen. Die holst du dir einfach bei Kagero, dem Händler, ab. Wenn du 5 von den 10 Relikten aus der heiligen Ruine gefunden hast, erhältst du die Arzuros-Figur und wenn du 10 von 10 Relikten in den heiligen Ruinen gefunden hast, erhältst du zusätzlich noch die Magna Malo-Figur. Beide Figuren kannst du in deinem eigenen Haus aufstellen. Wenn du nicht weißt, wie du zu deinem eigenen Haus kommst, einfach von dem Händler Richtung Buddy Plaza laufen, an den Schmieden vorbei und auf der linken Seite das erste Haus, wo die Tür sperrangelweit offen steht, das ist dein Haus. Hier gehst du einfach zu deinem Haushälter, nämlich der Feline auf der linken Seite und wählst hier immer die obersten Punkte, nämlich Inneneinrichtung und dann Einrichtung platzieren aus. Hier kannst du dir aussuchen, an welchem Platz dir die Figuren am besten gefallen. Dir steht das komplette Regal auf der rechten Seite sowie das kleine Schränkchen direkt links von dem Regal zur Verfügung. Die Relikte sind aber nicht nur dafür da, diese beiden Figuren freizuschalten, sondern bieten auch noch viele spannende Hintergrundinformationen zu der Geschichte von Monster Hunter Rise. In deinem Tagebuch kannst du dir nämlich sämtliche Relikte einmal ganz genau durchlesen. Dadurch erfährst du folgende Geschichte. Das Wasser hierzulande ist rein. Klares Wasser nährt den Boden, dem neues Leben entspringt. Gebete schenken Wasser. Dieses Land beherbergte manch eine Gottheit. Menschen mieden sie jedoch und so ward es neidvoll aus Distanz bewundert. Dann ohne Vorwarnung erhellte ein Blitz die Nacht. Bei Tagesanbruch fehlte von den Gottheiten jede Spur. Die Menschen versammelten sich in diesem gesegneten Land und errichteten Schreine zu Ehren der dahingeschiedenen Götter. Mit Fülle gesegnet lebten die Menschen ein freigebiges und friedliches Leben und erfüllten das Land mit Gebeten.
Monde vergingen, Zeiten wandelten sich, die Menschen wurden arrogant und undankbar und das Land verkam zur Einöde. Dann eines Nachts fegte ein Sturm über das Land und kam jäh zum Erliegen, als sei er der Atem eines göttlichen Wesens. Nach dem Sturm erschienen die verschwundenen geglaubten Götter, entsetzt flohen die Menschen vor ihrer Wut. Die Menschen flehten um Gnade, aber die Gottheiten wüteten unerbittlich weiter und jagten die Sterblichen fort. Die Zeit tilgte die Schreine und Gebete, schließlich jedoch schufen reines Wasser und fruchtbare Böden wieder neues Leben. Neben den 10 Relikten der heiligen Ruinen gibt es in diesem Gebiet aber auch noch 2 Randale-Relikte. Das erste befindet sich auf der Veranda des kleinen Hauses, was direkt gegenüber von dem Eingang zu diesem großen runden Plateau oben auf dem Berg in Gebiet Nummer 5 ist. Das zweite Randale-Relikt findest du direkt an der Basis der Felinen. Hier läufst du einfach den Baum rechts neben dem Hauptgebäude nach oben und läufst hier bis ganz nach hinten. Dort steckt das Schwert wieder wie gewöhnlich im Ast. Es ist schon echt schwierig, an manche versteckten Orte ranzukommen, selbst wenn man genau weiß, wo sie sich befinden. Insbesondere dann in den nächsten Gebieten wird das dann immer schwieriger. Wenn du auch noch sehen möchtest, wo sich die versteckten Orte in den anderen Gebieten befinden, dann klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dann kriegst du sofort eine Info, wenn ich mal wieder ein neues Tipps-Video zu Monster Hunter Rise parat habe. Bis dahin wünsche ich dir aber noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye-bye! ようこそ。何をお探しですかな？それでは始めましょう。